Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen wieder hier auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Mein Name ist Alex DeFenris, das ist Dogmeat, der gerade wegen irgendwas ausflippt. Und wir spielen natürlich weiter Fallout 3 als Edgar Yusuf. In der letzten Episode waren wir tatsächlich nochmal zurück in Vault 101, aus der wir jetzt für immer verbannt worden sind. Und wir werden uns jetzt weiter auf den Weg machen, unsere Quests zu machen, so ein Garden Eden Creation Kit zu finden, so ein Gag. Erstmal noch ein bisschen Ausrüstung und Oh, hey! Kind of busy here, but I guess I can talk for a bit. What's up? Guck mich bitte an. Ah, geht doch. Oh, wow. Okay, wir können hier über die Okay, wir können also was über den laufenden Androiden in Erfahrung bringen. Some say it was all a hoax, but it's real. Here. Check out this holotape I found. That Commonwealth robot was real. Oh man, a circuit neuralizer, okay? Unless it's den könnte ich reparieren. Und den Rapper, okay. Keep up. Okay, hören wir uns das Holotape mal an. Remember that secret android project I told you about? Well, they got some serious pre-war tech on their hands. They nabbed a lipoplasticator and a microdermal graftalizer for the facial reconstruction. Not sure where they'll find a chopper with enough skills to use it without making him look like a freaking ghoul. Oh, and get this. Can you believe they found a circuit neuralizer? That or someone built one. Word is that they're going to completely rewire the brain of one of those things. If you know who they got working on this, let me know. I want to meet the guy. Okay. You know, I think I found... Some... Das kann ich nicht an den Gesprächsoptionen testen, aber ich schätze mal, sie würden fast auf dasselbe hinauslaufen. Speed 100%. Da konnte ich das herausfinden, aber Science wäre halt auch die Option gewesen. Okay. Ich muss gehen. Have fun out there, okay? Okay. I'm gonna have fun out there, okay? Hi. Leave me out of that girl's crazy experiments. I don't get paid enough for that. So, was das angeht, wäre da unsere aktuelle Quest noch mehr über Rivet City herauszufinden. Aber wir kriegen das eine Schloss vermutlich noch nicht auf. Ich meine, wir können es versuchen. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Rivet City. Wait, das ist Anacostia Crossing. Da wollte ich nicht hin. Ich meine, es ist fast da. Okay, wir müssen in den hinteren Teil. Falls das irgendwie Sinn ergeben sollte. Sieht soweit alles ruhig aus. What the hell? Laser. Kann ich da friedlich außen rumgehen oder werde ich erschossen?
Oh, das Zeug brummt. Hoho. Wenn ihr ein bisschen ASMR braucht, hört euch das Brummen des elektronischen Sounds rund um Project Purity an. Okay, genug von ASMR und jetzt machen wir einfach mal weiter. Ich meine, das Brummen hatte was, ne? So White Noise im Hintergrund. Je nachdem, was es für ein White Noise ist, kann das sehr, sehr entspannend sein. Oh, Lighting Bug. Okay, hier kommen wir noch nicht hin. Was bedeutet, wir suchen uns den nächsten Ausgangspunkt. Ich glaube, wir sollten mal langsam mal zu Galaxy News Radio gehen und schauen, ob wir da irgendwie was herausfinden. Haben wir wenigstens Radio. Listening to Galaxy News Radio, and I'm your host, the Redog, Lord and Master of all I survey. We interrupt our regularly scheduled program for some news. And now an update on everyone's favorite hero from a hole, a guy I feel really comfortable calling, drumroll please, the Vault Legend. Oh. Got some great news out of the town of Megaton. Turns out the live atomic bomb in the town center has finally been deep-sixed for good. The town sheriff, one Lucas Sims, commissioned the one, the only lone wanderer from Vault 101 to disarm the nasty nuke. And the kid delivered. Hey, nice work, 101. Next time you're in the neighborhood, pop into the studio. Old Three Dogs Toaster's been on the fritz. Until next time, this is Three Dog, ow! And you're listening to Galaxy News Radio, bringing you the truth, no matter how bad it hurts. Up next, we've got a public service announcement. Listen up, children, this stuff's important. For all you guys and gals tempted by the thought of scavenging in the downtown DC ruins, here's a tip. You see, children, the Frankensteins might violently and horrifically rip you to shreds. Only if you're lucky. According to most of our reports on the super mutants, they actually prefer capturing their victims and hauling them off to God knows where. Consider yourself officially warned. Now, some music. Ah. Music is good. Auf hatte ich so lange gewartet, endlich mal Fallout mit ein bisschen Musik zu spielen. Ich werde aber wahrscheinlich die Musik ein kleines bisschen runterregeln. Okay, gut. So, wir wollen als nächstes hin. Warte mal, ich glaube, ich mache mir am besten mal hier so einen Placemarker. Yep. Oh, wird mir da etwa sogar die optimale Route angezeigt. Okay, dann erst über Nordwest. Schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Typ, du hast mich erschreckt. Wer bist du und was machst du hier? Und warum rennst du vor mir weg? Ich komme in friedlicher Absicht. Feindkontakt? Nein.
Ah. Ein Zentaure. Wir sind tatsächlich auf die andere Seite. Nummer sicher gehen. Hi. Typ. Natürlich ist mir das Spiel schon wieder abgestürzt. Wärt ihr so freundlich und würdet... allesamt... diese verkackten Meierlurks, ey. So, ich glaube, ich muss mal eben was für meine den Zentauren nie was. Und vor allen Dingen, wo ist mein treuer Hund? Doggo! Doggo, Doggy, Dog, Dog. Kann ich nicht rein. Das ist... ah, da ist er. Ah, Bobbypin, Zigaretten. Oh boy. Super Mutant Master. Okay. Den Super Sledge. Was auch immer das bedeuten mag. The Super Mutants have bound the captive for transportation. The ropes are digging into her wrist. She's obviously suffered from their abuse. Untie her. Hi. Thank you. Whoever you are, thank you. The things they talked about doing to me. Look, I don't have anything to offer you except these supplies. I don't know why they didn't take it. Komm, behalt's. Okay, if you say so. I can't thank you enough, stranger. Karma!
Keller Family Transcript. Slimpacks, Ammunition Box. Ah. Ich wollte eigentlich schon ein paar Bobby Pins kaufen, aber Moira hatte keine. Ah. Die ist so. Moment. Ah, geht doch. Okay. Was Magnum-Munition. Ah, Bobby Pins. Wunderbar. Exzellente Auswahl. Ah, mein Lieblingslied. Und es stimmt, ich möchte diese Welt nicht in Brand setzen. Ich will einfach nur dein Herz an... Wait, what? Was haben wir denn hier noch? Oh. Oh, Stimpaks. Das heimliche Gold des Ödlands. Perfekt. Es ist mir übrigens mittlerweile tatsächlich sowas von scheißegal, ob hier ein Content-ID-Claim draufkommt, weil, wie gesagt, von der Werbung auf diesem Kanal haben wir nichts, weil wir sie nicht beeinflussen können. Wir sind nicht mehr dazu berechtigt, verfügt etc., eigene Werbung auf die Videos schalten zu können, was wir bisher nicht getan haben, aber wir dürfen es nicht mehr. Selber entscheiden. Was bedeutet, wenn hier Werbung drauf ist, macht euren Adblocker an. Der Adblocker eures Vertrauens. Es ist still. Es ist viel zu still. Oh, da ist ein Raider. Immerhin. Okay. Das ist schon die Befürchtung, dass mir jetzt jemand einen Fatman irgendwie um die Ohren ballert. Enclave Soldier. Weiß nicht, was er in der Hand hat, aber es ist egal. Ich glaube, ich muss irgendwas... The news. And now an update on everyone's favorite hero from a hole. A guy I feel really comfortable calling. Drumroll, please. The Vault Legend. That's the great news. Ernsthaft? Alle Schüsse haben verfehlt? Friendly reminder to all you would be.
are simply humans who've been exposed to an ungodly amount of radiation and haven't had the good fortune to die. Sure, they may look like hideous zombies from an old monster flick, but their hearts, their souls, their tears are all very much human. Oh boy. So please, if you meet one of the Capital Wasteland's mini ghouls, leave your prejudice at the door and your pistol in its holster. Yes, nope. One important caveat, nope. Kiddies. Those feral ghouls that prefer the dark, dank underground, they are so kill as many as you damn well. I respectfully decline. Guter Junge. Guter Junge. Okay. Damit reparieren. Switchblade. Okay. Wollen wir die armen Teufel noch ein bisschen plündern hier? Ich meine, sie sind selber schuld, oder? Oder? Like of cigarettes. Pulse Grenade? Ja, okay. Wait. Waren denn nicht mehrere? Ah, ne, da. Fuck grenade, back of mouth, close mine, okay. And you'll have your happy, happy time. Gut, das können wir erstmal so gelten lassen. So, plus ich soll durch die Metro Station. Okay. Aber ich glaube, bevor ich das mache, nur mal einen kurzen Abstecher nach Megaton und das Zeug loswerden, dass ich und der Empfang wird schlechter, okay. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Die mal weg. Und eine von denen. Und die. Und die auch. Und der. Den auch. Super Sledge. Oh ja. Switchblade. Okay, wir können weitermachen. Weiter im Text. Das war... Ja. Jetzt muss der Empfang wieder besser werden. Ah, yeah. Oh, oh. Das Bumm. Möchten wir jetzt eigentlich mal gerne auf den Grund, was...
Oh boy. Oh boy. Das werde ich sowas von bereuen. Oh boy. Ich habe das Gefühl, das war eine sehr schlechte Idee. Okay. Gefahr gebannt. Waren mehrere von denen. Missile Launcher. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Ich meine, so ein Fat Man. Also eine Nuke hätte ich jetzt nur ungerne um die Ohren geflogen bekommen. Was sagt die Karte? Super Duper Mart. Okay, das habe ich schon. Ist schon bei mir auf der Karte drauf. Okay. Gewicht ist im akzeptablen Rahmen und das lese ich noch. Unarmed increased. Von mir die aus, Abwechslung. Speichern wir mal kurz ab. Und ich würde sagen, wir beenden die Episode an dieser Stelle und schauen, was wir ab der nächsten Episode hier im Untergrund reißen können. Das hoffentlich endlich mal bald zu Galaxy News Radio kommen und Three Dog persönlich treffen. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank, wie immer. Wait. Ja, komm. Okay, gut, ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.